Hallo, Michael aus dem HTC Training und ich möchte euch heute zeigen, was ich alles mit der Bildnachbearbeitung machen kann. Ihr wisst ja, wir haben hier hinten die Ultrapixel-Kamera, die zeichnet Zoes auf, also 3 Sekunden Bilder, kleine Sequenzen und damit kann ich in der Nachbearbeitung einige schöne Dinge machen. Ich mache jetzt einfach mal hier mal ein Album auf, klicke hier auf das Gruppenbild, ein Gruppenbild, wie ihr das eigentlich kennt. Gerne mal passiert. Links außen hat die Augen zu, rechts außen auch. Was kann ich jetzt alles machen? Gut, bei dem Standbild werde ich jetzt erstmal natürlich nach einem besseren Bild suchen. So richtig erfolgreich bin ich da nicht. Also gehe ich auf Bearbeiten, Retuschieren und da gibt es jetzt hier die Funktion Immer lächeln. Da klicke ich mal drauf. Jetzt werden die Gesichter erkannt. Und ich kann für jedes einzelne Gesicht den richtigen Moment suchen. Hier finde ich es eigentlich ganz nett. Sie guckt eigentlich schon ganz vernünftig, aber da hat sie ein kleines Lächeln. Wunderbar. Die junge Dame mag einfach gar nicht in die Kamera schauen. Jetzt tut sie es trotzdem. Und auch diesen Kollegen bringen wir dazu, in die Kamera zu lächeln. Und schon habe ich ein perfektes Bild, obwohl auf keinem Bild gleichzeitig alle die Augen offen hatten, mich angeguckt haben, mich angelächelt haben. Dann sage ich fertig, das Bild wird verarbeitet und schon habe ich ein perfektes Gruppenbild. An diesem Gruppenbild kann ich natürlich jetzt noch ein bisschen weiterarbeiten. Zum Beispiel, ich gehe mal hier auf Gesichtskontur und denke mir, dieser Kollege kann einfach noch ein paar Kilos verlieren. Alternativ kann ich auch sagen, zum Beispiel Weichzeichner. Da wähle ich jetzt mal diese junge Dame aus. Und hier kann ich halt kleinere Unebenheiten der Haut verschwinden lassen und auch da das Bild ein bisschen zu optimieren. Wir haben noch weitere verschiedene Einstellungen. Ich kann die Augen ein bisschen größer machen, wenn einer ein bisschen verschlafen ausguckt, rote Augen entfernen. Und so gibt es einfach schöne, schöne Sachen. Rahmen. Ich nehme mal hier so einen Holzrahmen. Oder einfach nur einen weißen. Das sind einfach so verschiedene Effekte, die ich damit einfügen kann. Eine weitere schöne Möglichkeit, die ich mit Zoes habe, ist, dass ich Objekte entfernen kann. Ihr seht hier eine typische Angelegenheit. Ich mache ein schönes Gruppenbild und hinten laufen mir 2 Leute ins Bild. Auch hier gehe ich einmal kurz auf Bearbeiten, Retuschieren und dann gibt es hier die schöne Funktion Objekt entfernen. Wenn ich hier draufklicke, kann ich eben genau die Objekte, die sich bewegt haben in dem Bild, komplett rausnehmen. Gehe auch hier auf Fertig, auf Speichern und schon habe ich das perfekte Bild. Das waren mal so ein paar Kleinigkeiten in der Nachbearbeitung, was mit HTC One und Zoe funktioniert. Ich bedanke mich und hoffe, ihr klickt beim nächsten Mal wieder rein.